Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der MSV gegen Meppen im August wegen des Duisburger Dachschadens abgesagt und jetzt nachgeholt. Über 15.000 Zuschauer sahen ein richtig tolles Spiel. Meppen vom Anpfiff weg eigentlich die bessere Mannschaft, aber dann konterte Duisburg. Früh im Spiel mit Stoppelkamp, Ball geht vom Gegner zu Albutat und da ist Daschner und der macht das Tor 1:0 für Duisburg in der 6. Minute. Die frühe Führung für den MSV. Es war kein Abseits. Hier kommt der Ball vom Gegner. Und dann Daschner beim Abspiel hinter dem Ball. Alles regulär. Da denkt man, jetzt läuft es für den MSV. Aber dann kommt Kleinsorge. Vorbei am ersten. Kleinsorge vorbei am zweiten. Kleinsorge vorbei am dritten. Und rein damit. Welch ein Wahnsinnstor vom kleinen Dribbler für den SV Meppen. Der Ausgleich in der 16. Minute durch Marius Kleinsorge. Wie wir erfuhren, war er am Tag davor Papa einer Tochter geworden. Was das für Kräfte freisetzt. Der ließ sie alle stehen. Und dann rums rein damit zum Ausgleich. Die Meppener blieben die bissigere Mannschaft. Siehe hier, Böder und der Undaff will den Ball. Er kriegt den Ball und er setzt sich durch, der Undaff. Und er behält die Nerven, er behält die Ruhe. Da liegt der Böder auf dem Rücken wie ein Käfer. Und Undaff macht das Tor zum 2:1 in der 18. Minute für den SV Meppen. Spiel gedreht. Klar, dem Böder tut das weh. So ein fetter Fehlpass. Und Undaff nutzte es aus. Ein Riesenspiel der Meppener. Sie führten hochverdient. Lieberknecht. Alle sprachen davon. Mit einem Sieg winkt Duisburg Platz 1. Jetzt lagen sie hinten. Aber sie kamen mit Vermey. Und dann dieses Foul von Komenda. Es hätte Elfmeter geben müssen. Gab es aber nicht. Schiedsrichter Exner gab keinen Elfmeter. Nochmal eine doch eigentlich ganz klare Entscheidung. Er trifft nicht den Ball, sondern den Gegner. Nächster Anlauf, dann der Gastgeber Stoppelkamp. Gut für Mickels, der macht ein prima Spiel auf der linken Seite. Duisburg hielt dagegen, hatte aber Pech. Erst Aluminium und dann Albutat mit der vergebenen Chance. Stattdessen auf der anderen Seite wieder diese überragend mit Mumm auftretenden Meppener. Undaff holt den Ball und da ist Punching. Kleinsorge, Tor! 3:1, 40. Minute. Der Papa-Doppelpack Kleinsorge macht Duisburg ganz großen Kummer. Ball war noch abgefälscht und damit unhaltbar. Ein Wahnsinnsspiel von Kleinsorge. Meppen mit Trainer Neiter zur Pause 3:1 vorne. Und auch im zweiten Durchgang die Meppener wuseliger und bärenstark. Da ist er wieder, der Kleinsorge. Was macht Papa Kleinsorge denn jetzt? Rums an den Pfosten und dann Piosek ins Tor. Zählt nicht, weil Piosek im Abseits stand. Aber der Kleinsorgeschuss hätte gezählt. Kurz vor Schluss dann nochmal die Duisburger. Vermey mit Alupech in einem großen Spiel stand dann das Endergebnis fest. 3:1 für die Meppener. Duisburg kämpfte, aber Meppen war an diesem Abend die klar bessere Mannschaft. Schluss, überragender Ausgang für Meppen, dank Papa Kleinsorge. Ja, ich würde sagen, es sind überwiegend Glücksgefühle. Ja, es ist ein Wunder, so ein kleines Kind und wir sind mächtig stolz darauf und ja, ich glaube, das hat mir auch so die paar Prozent noch mehr gegeben, für sie heute ein Tor zu schießen. Dass es dann doppelt geklappt hat, natürlich umso besser. Alle sprachen vom Duisburger Sprung auf Platz 1. Nun die Ernüchterung. Es gab die erste Heimniederlage für den MSV. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.